Ein Coach kann dir in vielen Dingen helfen. Es gibt aber mindestens eine Situation, wo dir ein Coach nicht helfen kann, und das werde ich dir heute zeigen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung, sondern selbst auch ausgebildeter Professional Coach. Und mein Alltag besteht zum großen Teil auch aus Coaching. Und obwohl ich ein guter Coach bin, komme ich trotzdem immer wieder in Situationen mit Klienten, wo diese nicht weiterkommen. Und damit dir das nicht passiert, werde ich dir heute einen ganz wichtigen Grund liefern, wann du keinen Coach brauchst. Normalerweise ist es so, dass man sich einmal alle 7 bis 14 Tage mit seinem Coach trifft, um ein spezifisches Projekt, einen spezifischen Prozess durchzubringen, zu Ende zu bringen, umzusetzen. Wenn du aber dich entscheiden solltest, wie der Klient Müller, den Namen denke ich mir einfach mal jetzt aus, und du entscheidest dich nur alle 3 bis 4 Wochen für 2 Stunden einen Termin zu machen und dann wieder 3 bis 4 Wochen später dich zu treffen und dann wieder 2 Stunden Termin zu machen, dann bringt es dir nicht besonders viel, wenn du in diesen 3 bis 4 Wochen nicht arbeitest. Also nicht nur der Abstand ist zu groß, 3 bis 4 Wochen, da ist vieles vergessen von dem, was vorgenommen worden ist, sondern wenn du noch ein Klient bist, der dazwischen nichts tut, sondern immer nur, wenn du mit dem Coach zusammen bist, dann kannst du das Monate und Jahre lang weitermachen, aber deine Projekte kommen nicht wirklich voran. Das Ergebnis ist dann Frustration. Das Ergebnis ist, dass nach dem 6. Treffen man das Gefühl hat, es ist ja noch nichts vorangekommen. Deshalb die wichtigste Voraussetzung ist, dass wenn du dich auf einen Coaching-Prozess einlässt, dass dir klar ist, dass diese 2 Stunden mit dem Coach ein kurzer Überprüfungs- oder ein Orientierungshalt sind, eine Kurskorrektur dort ermöglicht. Aber die Arbeit, die wird zwischen den Coaching-Terminen gemacht. Das bedeutet, der Coaching-Prozess ist ideal, wenn du dir alle 7 bis 14 Tage einen Zeitraum nimmst, einen Terminslot auswählst mit deinem Coach und dir auf jeder Coaching-Sitzung einen nächsten Step, eine nächste Aufgabe oder viele nächste Aufgaben festlegst mit einer Frist. Und dazwischen wird dann gearbeitet. Das heißt, du setzt um, du kommst in Bewegung, machst und tust. Und du weißt, dass du in 2 Wochen jemand hast, der dich wieder fragt, wie ist gelaufen, hast du es erreicht, wenn nicht, was hat dich abgehalten, was könntest du tun, um nicht abgehalten zu werden, welche Ressourcen gibt es, die dich in Zukunft bereichern könnten, die dir helfen könnten, dein Ziel zu erreichen. Und vor allen Dingen, was ist der nächste Schritt, den du in den nächsten 14 Tagen machst? Bis wann willst du es machen? Hast du alles, was du brauchst? Und was könnte dich abhalten? Was könntest du tun, damit du nicht abgehalten wirst? Das heißt, der Coach ist dann immer eine Art Steuerperson, ein Reflektor, ein Sparringpartner und jemand, der dich daran erinnert, was du wolltest. Wo du auch genau weißt, in 14 Tagen fragt er mich wieder. Als Chef eines Unternehmens, als Inhaber, als Gründer kann das sehr hilfreich sein, denn du hast keinen Chef mehr, der dich sonst fragst. Du suchst also freiwillig eine Rechenschaftsperson und dazwischendurch gibst du Gas. Das heißt, du machst die Arbeit und hast aber jemand, der dich überprüft, der dir Rückmeldung gibt und der dir auch bei Kurskorrekturen auch Unterstützung gibt. Wenn du also denkst, du kommst zum Coach und der macht für dich die Arbeit, nun, dann bist du falsch aufgesetzt. Dann brauchst du eher jemand, der als Fremdleister arbeitet, der vielleicht als Berater bestimmte Projektarbeiten umsetzt, nun, dann zahlst du aber am Tag auch gleich mal 1.000, 2.000, 3.000 Euro, wenn du solche Personen engagierst oder fremde Unternehmen. Der Coach ist nur jemand, der dich unterstützt, dass du auf deinem Kursziel bleibst, der dich an dein Ziel erinnert und der dir dann hilft, wenn du vielleicht glaubst, dass es nicht weitergeht, weil er durch geschickte Fragen deinen Perspektivwechsel hervorruft, wo du selbst dann auf die Lösung kommst, die für dich in deinem System am besten ist. Und wenn du heute selbst einen guten Coach brauchst und bereit bist, selbst dazwischen auch die Arbeit zu tun, die du machen willst, um deine Ziele zu erreichen, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Gerne kannst du jetzt Daumen hoch machen bei unserem Video, unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem Weg zu deinem Ziel. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.